Der Einwand, der von der Gegenseite kommt, der liest mir jetzt täglich in den Zeitungen, die Initiative löse sich nicht völkerrechtskonform umsetzen. An was orientiert sich der Einwand? Was sagen Sie als Jurist und Formulierer von dieser Initiative zu diesem Einwand? Er ist unberechtigt und das hat der Bundesrat festgestellt, das können auch alle im Abstimmungsbüchlein nachlesen. Der Bundesrat ist auch zum Schluss gekommen, nach Prüfung von der Initiative, dass die sehr wohl so umsetzbar ist, wie das zwingende Völkerrecht auch erfordert. Wir haben da selbstverständlich in dieser Arbeitsgruppe, wo wir den Text erarbeitet haben, einen grossen Wert darauf gelegt. Wir haben ja etwas machen, das umsetzbar ist und entsprechend auch effektiv ist. Gegner sagen natürlich, sie unterstellen dem Initiativkomitee, muss man sagen, dass sie pauschal Leute ausweisen und dass sie nicht Rücksicht nehmen auf solche Grundsätze. Das ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, es ist eine Frage vom Vollzug. Und es ist doch falsch, wenn man den Grundsatz, dass kriminelle Leute die Schweiz verlassen müssen, aufhebt, nur wegen ein paar Ausnahmen, die es könnte geben. Richtig ist es, wenn man den Grundsatz wieder so beschließt, dann mit dem Konnex zwischen der Straftat und der Wegweisung und dann bei den einzelnen Ausnahmen, die es geben kann, halt eben die Ausnahmen macht, dass die Leute nicht können ausgewiesen werden. Man muss sich auch bewusst sein, von allen Ausländern, die in der Schweiz leben, sind etwa 1,5% Flüchtlinge. Also für 98,5% treffen die Bedenken sowieso nicht zu. Noch eine Frage zum Recht. Es hat ja auch im Parlament Stimmen gegeben, die gesagt haben, einen Gegenvorschlag braucht es nur schon darum, weil die Initiative EU-Recht widerspricht. Also weil wir in Konflikt kämen mit den EU-Staaten und es sind ja zurzeit auch Anstrengungen im Gang, da von der Wirtschaft grosse Gelder gegen die Initiative zu mobilisieren. Mit der Androhung, wenn die Initiative nachkommt, würde EU-Recht, würde die EU-Verträge in Frage gestellt. Sie sind zwar nicht sehr konkret, die Vorwürfe, aber kann man sie konkretisieren? Gut, die Vorwürfe beziehen sich auf das Freizügigkeitsabkommen. Und der Vorwurf ist konkret, ja, wo gemacht wird, dass das Freizügigkeitsabkommen verbietet, dass man einen Automatismus in Sachen Ausschaffung oder Wegweisung irgendwo gesetzlich statuiere. Das sei also ein Widerspruch zwischen dem Freizügigkeitsabkommen und dem entsprechenden Gesetz. Das ist natürlich falsch. Das EU-Freizügigkeitsabkommen meint einen Automatismus, wie es heute in Frankreich diskutiert wird, dass der Präsident Sarkozy sagt, alle Roma müssen raus, weil es Roma sind, ohne dass der Einzelfall spezifisch untersucht wird und ohne dass vielleicht in allen Fällen, ich kenne ja auch nicht alle im Detail, in allen Fällen ein Delikt würde vorliegen. Das ist bei uns ganz anders. Bei uns wird jeder einzelne Fall für sich geprüft. Und wir sind der Auffassung, dass es eben bei den ganz schweren Straftaten verhältnismäßig ist, wenn man zusätzlich zur Strafe gleichzeitig auch noch eine Wegweisung verfügt. Und das ist eine Prüfung vom Einzelfall, die da vorausgesetzt ist, ein Urteil, das vorausgesetzt ist. Und das ist auch der Sinn von dem Freizügigkeitsabkommen. Das Abkommen ist nicht gemacht worden, um Staaten zwingen, Kriminelle bei sich zu behalten. Ja, und wenn es für das gemacht worden wäre oder Einzelne das im Hinterkopf gehabt hätten, hätten sie es ja müssen, der Bevölkerung sagen, bevor man über die Freizügigkeit abgestimmt hat. Und das ist ja nie passiert. Jetzt hat die Initiative, die Ausschaffungsinitiative, eine weitere Bestimmung, die gewisse gegnerische Lager geweckt hat. Nämlich, dass man als in Kategorie der schwereren Verbrechen auch Sozialhilfemissbrauch genommen hat. Auch dazu haben wir das Publikum auf der Strasse befragen lassen, was die dazu sagen, dass eben auch Sozialhilfemissbraucher unter die Ausweisungsbestimmung fallen sollen. Hören wir mal zu, was die meinen. Es gibt jetzt schon zu viel Missbrauch in dieser Hinsicht, also sei es IV-Renten etc., was man ja weiss. Von dem her gesehen, das finde ich sehr gut. Ja, Ausnützung ist nie gut, oder? Und das muss man unterbinden, aber gerade ausweisen ist vielleicht ein bisschen hart. Das finde ich richtig. Wer in irgendeinem Land einen Mann hat, der sollte dafür auch arbeiten. Das finde ich auch, bin ich auch dafür. Weil wir Schweizer machen das ja nicht, oder? Wir haben kein Interesse, unser Sozialwerk auszunutzen, oder? Ich denke, wer sich nicht an die Regeln hält, sollte auch in irgendeiner Form eine Strafe bekommen, die ihn auch trifft. Oh nein, da bin ich also dagegen. Also ich glaube, wir sind nicht so asozial, oder?
auch wenn das teilweise ausgenutzt wird. Es nicht, aber ich finde, wir dürfen nicht alle in den gleichen Topf werfen. Ich weiß zum Beispiel in Großbritannien, wo ich davor gewohnt habe, dort statistisch gesehen haben da nicht die Ausländer die Sozialwerke in Anspruch genommen, sondern sind, wenn es keine Jobs mehr gegeben hat, wieder nach Hause gefahren. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Ich finde es okay, wenn jemand das braucht und das überkommt, dann finde ich es okay. Aber wenn man das missbraucht, finde ich es nicht okay. Ich finde das eine Frechheit. Wir arbeiten dafür, wir zahlen dafür und die anderen nutzen das aus. Das finde ich eine absolute Frechheit. Also man kann das nächste Mal feststellen, auf der Straße tut man das Problem bemerkenswert anders beurteilen, als es zum Beispiel im Parlament beurteilt wird. Leute fühlen sich offensichtlich stärker betroffen, wenn die Sozialwerke, die sie ja regelmässig drin einzahlen, missbraucht werden. Also Nathalie Rickli, ist es richtig, Sozialhilfemissbraucher auszuweisen? Warum muss man diese Massnahme treffen? Also zuerst möchte ich mal sagen, dass es in letzter Zeit immer so war, dass das Volk andere Entscheide getroffen hat als das Parlament und der Bundesrat. Das letzte Beispiel ist die Minarett-Initiative, aber auch die Verwahrungsinitiative oder die Unverjährbarkeitsinitiative. Das ist das Volk, das eigentlich gesunden Menschenverstand nach gesundem Menschenverstand entscheidet und eben Glaspolitik, die halt anders entscheidet. Es ist richtig, dass wir auch Leute aus unserem Land ausweisen, die missbräuchliche Sozialleistungen beziehen oder unsere Sozialwerke betrügen. Und ganz einfach darum, das haben die Leute richtig gesagt, in dem Einspieler. Die Schweizerinnen und Schweizer, die Anständigen, zahlen da ein, aber auch die anständigen Ausländerinnen und Ausländer. Und das sind Sozialwerke oder Sozialhilfe, die in dem Moment zum Tragen kommen, dann nicht mehr jemand für sich selber sorgen kann. Das sind gute Institutionen und die müssen ja auch Geld haben, dass eben die Leute, die echt betroffen sind, können helfen. Und darum ist es richtig, das ist nicht einfach, das sind keine Bagatellen, Sozialwerke missbrauchen. Gregor Rutz, es geht ja nicht nur darum, dass wir in der Schweiz auffallen durch möglichst harte Strafen. Wir möchten ja eigentlich eher dafür sorgen, dass es gar nicht mehr zu Straffällen kommt. Also, dass man Massnahmen trifft und vielleicht auch Tarif durchgibt, wo der Einzelne sagt, aha, wenn ich da in die Illegalität abtauche, dann muss ich möglicherweise einen höheren Preis zahlen. Kann diese Initiative in der Prävention, also dass der Missbrauch überhaupt zurückgeht, etwas bewirken? Da bin ich überzeugt, ja. Und das sind Überlegungen, die sich natürlich das Initiativkomitee auch gemacht hat bei der Erarbeitung von dem Initiativtext. Aus meiner Sicht hat die Initiative zwei wichtige Teile. Das eine hat Nathalie Rickli schon angesprochen, die Verfahren müssen effizienter werden. Das ist heute das grosse Problem, die verschiedenen Verfahren, langfädigen Verfahren in den Kantonen und teilweise die Unmöglichkeit von der Umsetzung von diesen Wegweisungen. Das ist das eine, was die Initiative bringt, wo der Gegenvorschlag genau das Gegenteil will. Und das zweite ist natürlich die präventive Wirkung. Mit dieser Initiative zeigt man natürlich in der Schweiz, dass man solche Fälle an die Hand nehmen will und dass das Land, das international bekannt ist für seine freundliche Justiz und seinen pfleglichen Umgang mit Leuten, die eben gegen das Gesetz verstoßen, zeigt das Land, dass man da härtere Bandagen nehmen will und dass man da besser durchgreifen will. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das wird in vielen Ländern natürlich schon zur Kenntnis genommen. Und dass wir heute eine Zuwanderung haben zum Sozialsystem auf der einen Seite, aber auch von Leuten, die danach eine kriminelle Energie entfalten, ist natürlich eine Tatsache. Und das kommt nicht von ungefähr. Das hat sehr viel damit zu tun, dass eben die Politik da völlig die falschen Signale ausgesendet hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Man hat ein bisschen den Eindruck bekommen, auch aus einer von diesen Antworten, die wir gehört haben am Fernsehen, dass die Leute gefunden haben, mal, also Sozialwerke sind schon gut, oder dass es Leute gibt, die finden, Sozialwerke sind schon gut, aber gerade streng bestrafen, wenn sie missbraucht werden. Das geht dann schon ein bisschen weit. Meine, der Gedanke, dass die Gesunden, die arbeiten können, ein gewisses Opfer bringen, Monat für Monat. Und das soll ausschließlich denen zugute kommen, die in einer ernsten Situation wirklich darauf angewiesen sind. Der scheint irgendwie ein bisschen Attraktivität verloren zu haben.
Wird es möglich sein, mit diesen Initiativen und mit der Diskussion, die sie jetzt auslöst, den Zusammenhang wieder zu sehen, dass man auch einmal sieht, was das für eine Schamlosigkeit ist, wenn man Leute, die in Not sind, auf Hilfe angewiesen sind, die Hilfe im Grunde genommen wegnimmt oder schmälert, indem man sie einfach für sich nimmt, ohne dass irgendein ernsthafter Fall da ist? Ich glaube, die Initiative ist eben darum so stark und überzeugend, wie sie sehr treffsicher ist. Es ist ein differenzierter Text, der am Gesetzgeber übertragt, nachher ganz genau zu definieren, welche Delikte sollen erfasst werden. Und was die Leute in der Umfrage wahrscheinlich angesprochen haben, was ich verstehe, ist, dass sie nicht wollen, dass jemand wegen einer Bagatelle ausgeschafft wird oder sogar vielleicht noch wegen einem Missverständnis. Das kann sie alles sagen. Und die Initiative will ja ganz betont schwere Fälle erfassen. Man hat letztens können lesen von einem Gerichtsfall, wo ein ausländischer Arzt die Invalidenversicherung um über eine halbe Million betrogen hat, gleichzeitig noch daheim arbeitstätig war, als Leiter von einer Klinik, also vollkommen arbeitsfähig offensichtlich. Und das geht natürlich nicht. Und das sind schwere Fälle und das kostet uns ganz viel Geld und das ist auch eine Unverfrorenheit, wenn man das Sozialwerk so übers Ohr hält und der Stimmbürger natürlich da damit. Und solche Fälle will die Initiativen erfassen und das ist eben die Stärke, dass das nachher der Gesetzgeber muss ausdefinieren in einem Ausführungsgesetz, was da genau erfasst ist und es eben nicht so ein unüberlegter Deliktskatalog ist, wie das beim Gegenvorschlag der Fall ist. Stichwort Gegenvorschlag ist jetzt wieder gefallen. Man kann ja also aus dem politischen Ablauf, wie er sich in der Schweiz eingespielt hat, schliessen, dass es zwei Voraussetzungen braucht, zwei unterschiedliche Voraussetzungen, dass eine Initiative einen Gegenvorschlag auslöst. Entweder spricht sie etwas ganz Wichtiges an, wo man dann in Bern in der Mehrheit der Räte den Eindruck hat, das Anliegen ist richtig, man müsste es ein bisschen anders formulieren, oder man schaut die Initiativen als derart gefährlich an, dass man sagt, wir müssen irgendetwas entgegenstellen, damit wir die können verhindern. Um was geht es jetzt in unserem Fall? Ja, die Frage kann man rasch beantworten. Es geht natürlich ums Zweite. Zuerst war ja die Diskussion, man wollte die Initiative für ungültig erklären. Die Diskussion ist zuerst im Ständerat entfacht. Und dann ist die Minarett-Initiative zur Abstimmung gekommen, wo das Volk Ja gesagt hat. Und dann haben die politischen Gegner Angst bekommen. Dann haben sie eben gesagt, wir müssen alles unternehmen, um den SVP schaden, dass die Ausschaffungsinitiative gut geheissen wird. Und dann haben sie angefangen, rumzubasteln und rumzudoktern an einem Gegenvorschlag. Und das Resultat ist natürlich bedenklich. Ein Gegenvorschlag heisst ja immer, dass man das Anliegen der Initianten aufnehmen muss. Und wir sagen, wir wollen kriminelle Ausländer ausschaffen. Und wir haben jetzt einen Gegenvorschlag, der einen Integrationsartikel beinhaltet. Der Gegenvorschlag wird jetzt neu auf Verfassungsstufe festhalten, dass Integration Staatsaufgabe ist. Gregor Rutz, wieder eine Frage an Jurist. Etwas, das Staatsaufgabe ist, hat bestimmte rechtliche Wirkungen, wenn man jetzt den Integrationsauftrag, also